Hallo, hallo, ihr Hübschen, und willkommen zur Steinbock-Mondenergie. Sind wir heute und auch morgen drin, und als Tagesenergie haben wir heute, ne, 25 und 11 die 36 und morgen 26 und 11 die 10. Ja, und das ist sehr, sehr faszinierend, ja, weil hier arbeiten jetzt die Angel and Ancestors, ja, genauso wie euer Durchsetzungsvermögen, Hand in Hand daran, etwas, was euer Schicksal blockiert, ja, begrenzt, dass ihr in eure Erfüllung kommt. Das wird hier jetzt, das ist ein enormer Kraftakt, wird mir gesagt, ja, ein enormer Kraftakt, das hier aus den Angeln zu heben, ja, diese Begrenzung. Hier guckt mal, ne, haben wir auch zusammen die 31, ja, die Energie, ne, die Energien, die Energiearbeit. Diesen Berg hier, ja, diese Begrenzung, diese Blockade aus den Angeln zu heben. Das ist so, als wenn ihr quasi auf dem Weg eurer, wie wir es ja jetzt mit der Energiearbeit auch haben, ne, euer, zu dem ihr berufen seid, ja, der aber eben, wo es eine Sackgasse gab, ja, der eine Begrenzung hatte durch Belastung, whatever. Diese jetzt hier, das Bild, was ich kriege, ist, wie dieser Berg hier hochgehoben wird und ihr unter durchmarschieren könnt. Ja, und das ist ein enormer Kraftakt, ja. Es ist ein enormer Kraftakt, der hier passiert. Und wie immer, wisst ihr ja, ne, es gibt dann die Möglichkeit, dieses Tor, wir haben morgen Portaltag, ja, dieses Portal, dieses dieser Durchgang, der dadurch entsteht, ne, den für sich zu nutzen, ja. Und dann wisst ihr aber auch, ne, gibt's natürlich auch immer die davor sitzen, bleiben und sagen, nö, mach ich nicht. Ne, was ja auch entsprechend völlig okay ist, aber das bedeutet dann eben halt irgendwann, ja, die Kraft aufzubringen, ne, über den Berg zu gehen oder ihr wisst, ne, kam hier die Schlange, zeitliche Verzögerung, ja, außenrum zu gehen. Jetzt gerade ist es hier ein gemeinsamer Kraftakt, dieses Hindernis, diese Blockade eben zu lösen, ja, damit ihr dem Ruf, der hier auf der anderen Seite sitzt, folgen könnt und mit diesem Energieschub, mit diesem Kraftschub, das leichter als zu anderen Zeiten, ne, wo ihr halt drüber oder drumherum gehen müsstet, vollziehen könnt. Ja, bin ich völlig fasziniert von und auch sehr, sehr neugierig, wie sich das bei dem Einzelnen zeigt. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Karten noch dazu bekommen können. Ja, hier wird ein Hindernis beseitigt, es sei denn, ja, ihr sitzt da und haltet an dem Hindernis fest, ne, und schreit, ja, das mag scheiße sein, aber es ist mein Hindernis, es ist mein Hindernis. Ja, und das haben wir ja auch in den letzten Orakeln gehabt, ja, dass ihr, ne, das letzte Orakel zum Beispiel war, dass der nötige Tritt ins Popöchen, ja, oder dass es so viel Rückenwind gibt, dass es quasi schon fast Respekt verdient, ne, wenn man trotzdem da sitzen bleibt, ja, das ist, ja, hier wird ein Hindernis einfach. Es ist nicht einfach, wird mir gesagt, ne? Habe ich ja auch schon erwähnt, dass das wirklich ein Kraftakt ist, ne? Hochgehoben, ne? Die Sicht wird klar und es wird ein Portal, ne? Ein Durchgang geschaffen, erschaffen, kreiert. Ups. Ja, hier, schaut mal. Da, die Verschiebung. Das ist das, was ich sagen wollte, ne? Hier, der wird aus den Angeln gehoben, ja? Das ist das, was mir immer gesagt wird, beziehungsweise auch das Bild, was ich kriege, ne? Wie vereint
dieses Hindernis halt hochgehoben wird. Ne? Und hier auf der Karte haben wir es halt als Verschiebung. Ja? Es ist eine geistige Verschiebung. Das ist auf einmal so, als wenn da, wo ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habt, ja, oder wo ihr eine Lösung für euch nicht präsent war, wird hier ne, eure Wahrnehmung verschoben und die Lösung, ne, die für euch richtige Tür, das Portal liegt, wird wie auf dem Silbertablett serviert. Ja, und das ist so ein bisschen sich vom Kopf packen und denken, scheiße, ja, da bin ich bescheuert, wieso habe ich diese Möglichkeit, ne, vorher nicht gesehen? Oder das ist, weil man nicht wollte, wird mir dazu gesagt, ja, weil man nicht wollte. Man wollte an diesem Ort eine Lösung haben, ja, das geht aber nicht, ne, deswegen ging es ja im Grunde genommen auch die ganze Elf jetzt darum, das zu verstehen, das zu akzeptieren, das für sich so anzunehmen, damit der Geist überhaupt eine andere Perspektive vermitteln kann. Und das haben wir jetzt. Ja, jetzt auf einmal ist die, ist man in eine Akzeptanz gekommen und auf einmal ist es möglich, da eine komplett andere Wahrnehmung zu haben. Ja. Krass, oder? Also finde ich total heavy. Ihr baut jetzt quasi die eigene Welt um und die Lösung scheint auf einmal so einfach. Das waren meine Katzenbabys. Die haben gerade einen Baum umgeworfen. Die haben mir gerade den Baum vor die Füße geworfen, den ich in dem Wald vor lauter Bäumen nicht sehen wollte. Seht ihr? Randale, Brüder. Ja, schaut mal. Ja, hier, das ist pure Alchemie, ne? Der Schlüssel dafür, ja? Und das haben wir ja auch, hier haben wir auch die 36, guckt mal. Hier haben wir auch die 36, ja? Der Schlüssel dafür, der wird euch, Kampf steht für Anstrengung, ja? Das, was auf einmal ganz anstrengend war, wandelt sich mit dem Schlüssel. Und den Schlüssel, der Schlüssel kommt durch eine verschobene Wahrnehmung, durch eine andere Wahrnehmung. Ja, krass. Krass, krass, krass. Nochmal abgefragt, ja, der Kampf steht für Anstrengung. Nochmal bestätigt. Ja, dafür quasi, ne? Für etwas, was euch die ganze Zeit im Wege stand. Ne? Für starke Belastungen, ne? Für diese Anstrengungen. Und die hören auf einmal auf. Ja, die hören auf einmal auf. Auf einmal hat man die Lösung. Und wie gesagt, ne, eigentlich war die total nah, ja, oder sie liegt total nah. Man war nur zu nah dran, ja, zu nah dran. Und jetzt kommt eine gewisse Distanz rein. Und mit dieser Distanz
hat man eine Weitsicht, ne? Wenn das hier aus den Angeln gehoben wird, hochgehoben wird, hat man auf einmal eine Weitsicht, die naheliegendste Lösung bietet. Ja. Ihr Hübschen. Krass. Krass, krass, krass. Was das auch immer im einzelnen Fall bedeutet, ne? Bei dem einen steht ein Umzug an, ja? Dann klingelt da auf einmal jemand, ja? Und verwandelt diese Anstrengung von ich finde nichts Passendes in du. Bei mir in der Straße daneben, ja, ist eine Wohnung, ein Haus frei geworden. Job, das Gleiche. So nach dem Motto, ja, ich habe hier den Schlüssel für deine Anstrengung. Ich habe gehört, die und die suchen händeringend, ja, geben jetzt mittlerweile sogar schon Provisionen an Mitarbeiter aus, wenn man jemanden vermitteln kann. Oder auf Beziehungen will ich jetzt gar nicht eingehen. Ja, weil sich ja jetzt doch alles sehr um Finanzen, Beruf und Berufung dreht. Aber auch in Beziehungen ist es so, dass einem auf einmal ein Schlüssel überreicht wird. Der ein massives Hindernis, ja, auflöst. Finde ich, sind sehr, 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 sehr geile Energien und freut mich, ja. Ihr Hübschen. Und wenn ihr dann doch Hilfe braucht, weil ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen könnt, wisst ihr ja sonst auch, wo ihr mich findet. Entlasse ich euch mal. Bis dann. So haben.